Das riesige Frachtflugzeug donnerte über die Piste und hob in den regengetränkten Himmel ab. Es war eine Lockheed C-130E Hercules, deren Inneres in zwei Abteilungen getrennt war. Unten der Fracht- und oben der Passagierbereich. Race saß im oberen Teil, zusammen mit den 5 weiteren Wissenschaftlern, die an der Expedition teilnahmen. Die 6 Green Berets, die sie begleiteten, waren unten im Frachtraum und überprüften und verstauten ihre Waffen. Von den 5 Zivilisten kannte Race 2, Frank Nash und Lauren O'Connor. »Wir haben später Zeit für eine Vorstellungsrunde«, meinte Nash, setzte sich neben Race und hob die Aktentasche auf den Schoß. »Im Augenblick ist es wichtig, dass Sie mit der Arbeit beginnen.« Er öffnete die Verschlüsse der Aktentasche. »Können Sie mir jetzt sagen, wohin wir fliegen?« fragte Race. »Oh ja, natürlich«, antwortete Nash. »Tut mir leid, dass ich es Ihnen nicht vorher sagen konnte, aber Ihr Büro war nicht sicher. Die Fenster hätten gelasert werden können.« »Gelasert?« »Ja, mit einer lasergesteuerten Abhauvorrichtung. Wenn wir in einem Büro wie dem Ihren sprechen, lassen unsere Stimmen die Fensterscheiben mitschwingen. Die meisten modernen Bürotürme kommen mit Richtmikrofon zurecht, da laufen elektronische Störsignale durch die Fensterscheiben. Bei älteren Gebäuden wie dem der Fakultät ist das nicht so. Da wäre das Mithören sehr einfach gewesen.« »Wohin fliegen wir also?« »Cusco, Peru. Vor der Ankunft der spanischen Konquistadoren im Jahr 1532, Hauptstadt des Inka-Reichs«, erwiderte Nash. »Jetzt ist es lediglich eine große Provinzstadt mit einigen wenigen Ruinen der Inka. Großen Touristenattraktionen, wie man mir gesagt hat. Wir fliegen nonstop, wobei wir unterwegs mehrmals in der Luft auftanken.« Er öffnete die Aktentasche und entnahm mir etwas. Es war ein Stapel Papier, ein loser Haufen DIN A3-Blätter. Insgesamt vielleicht 40 Seiten. Race' Blick fiel auf das oberste Blatt, die Fotokopie einer illustrierten Titelseite. Das Manuskript, von dem Nash gesprochen hatte, oder zumindest eine Fotokopie davon. Lächelnd reichte Nash den Papierstapel an Race weiter. »Deshalb sind Sie hier.« Race nahm ihn den Stapel ab und wendete das Titelblatt um. Natürlich hatte er schon mittelalterliche Manuskripte zu Gesicht bekommen. Manuskripte, die im Mittelalter von hingebungsvollen Mönchen sorgfältig von Hand reproduziert worden waren. Damals in den Tagen vor der Druckerpresse. Charakteristisch für solche Manuskripte war die fast unglaubliche Kompliziertheit von Ausführung und Kalligraphie. Perfekte Kalligraphie, inklusive wunderbar gestalteten Initialen, der Buchstabe, mit dem ein neues Kapitel anfängt, sowie detaillierte Piktogramme an den Seitenrändern. Diese Piktogramme sollten die Stimmung des Werks wiedergeben, strahlend und heiter bei angenehmen Büchern, dunkel und erschreckend für eher Düsteres. Der Detailreichtum war so gewaltig, dass es hieß, ein Mönch könne sein ganzes Leben mit der Reproduktion eines einzigen Manuskripts verbringen. Doch etwas Ähnliches wie das Manuskript, das Race jetzt betrachtete, hatte er, obwohl es eine Schwarz-Weiß-Kopie war, noch nie gesehen. Es war prachtvoll. Er blätterte mit dem Daumen durch die Seiten. Die Handschrift war erlesen, präzise und ausgeklügelt, und die gezeichneten Piktogramme stellten knorrige, gewundene Ranken dar. Seltsame Steinstrukturen, bedeckt von Moos und Schatten, besetzten die unteren Ecken einer jeden Seite. Der Gesamteindruck war der von Düsternis und dunklen Vorzeichen, von brütender Bösartigkeit. Race blätterte zum Titel zurück. Er lautete: Narratio versus Pristo Iruris Incaris, Operis Alberto Luis Santiago, Anno Domini MDLXV. Race übersetzte im Stillen. Der wahre Bericht eines Mönchs im Lande der Inka. Ein Werk von Alberto Luis Santiago im Jahre des Herrn 1565. Er wandte sich an Nash. Na schön. Ich denke, es ist an der Zeit, dass Sie mir sagen, worum es bei dieser Mission eigentlich geht. Nash erklärte es. Bruder Alberto Santiago war als junger Franziskaner 1532 an der Seite der Konquistadoren als Missionar nach Peru gekommen. Während die Eroberer dort raubten und plünderten, erwarte man von den Mönchen wie Santiago, die eingeborenen Inka zum Glauben der heiligen römischen katholischen Kirche zu bekehren. Obwohl das Santiago-Manuskript 1565 geschrieben wurde, also eine gute Zeit nach Santiagos Rückkehr nach Europa, erklärte Nash, soll es einen Vorfall wieder geben, der sich um 1535 herum ereignet hat, während der Eroberung Perus durch Francisco Pizarro und dessen Konquistadoren. Den mittelalterlichen Mönchen zufolge, die behaupten, das Manuskript gelesen zu haben, erzählt es eine sehr,
sehr erstaunliche Geschichte. Sie handelt von Hernando Pizarros besessener Verfolgung eines Inka-Prinzen, der während des Höhepunkts der Belagerung Cuscos das am meisten verehrte Götzenbild der Inka aus der umzingelten Stadt gestohlen hat, um damit in die Dschungel und in die Anden des östlichen Perus geflogen ist. Nash drehte sich in seinem Sitz herum. »Walter«, sagte er und nickte dem bebrillten, kahl werdenden Mann zu, der auf der anderen Seite des Mittelgangs saß. »Würden Sie mir bitte helfen? Ich erzähle Professor Race gerade von dem Götzenbild.« Walter Chambers erhob sich und ließ sich Race gegenüber nieder. Er war unscheinbar, klein und zu drei Vierteln kahl. Ein Büchermensch, der zu den Männern gehörte, die zur Arbeit vermutlich eine Fliege trugen. »William Race, Walter Chambers«, stellte Nash vor. »Walter ist Anthropologe aus Stanford. Ein Experte für die Kulturen Zentral- und Südamerikas, Maya, Azteken, Olmeken und insbesondere Inka.« Chambers lächelte. »Sie möchten also etwas über das Götzenbild erfahren?« »Sieht so aus«, erwiderte Race. »Die Inka nannten es Geist des Volkes«, erläuterte Chambers. »Es war ein steinernes Götzenbild, aber eines, das aus einem sehr merkwürdigen Stein geschnitzt worden war, einem schimmernden schwarzen Stein, durch den sehr feine Adern aus Purpur verliefen. Es war der kostbarste Besitz des Inka-Volkes, und sie betrachteten es als ihr ureigenstes Herz und ihre ureigenste Seele. Und das meine ich wörtlich. Sie sahen im Geist des Volkes mehr als bloß ein Symbol ihrer Macht. Für sie war es die wirkliche Quelle ihrer Macht. Und in der Tat gingen Geschichten über seine magischen Kräfte um. Es konnte das Bösartigste aller Tiere besänftigen, sagt man. Auch sollte das Götzenbild, wenn es ins Wasser getaucht wurde, singen.« »Singen?« wiederholte Race. Genau, meinte Chambers. »Singen.« »Naja, wie hat das Götzenbild ausgesehen?« »Es ist an vielen Stellen beschrieben worden, auch in den beiden umfassendsten Werken über die Eroberung Perus, in Jerez Verdadera Relación und in Dalevegas wahrhaftige Kommentare zum Reich der Inka, ja. Aber die Beschreibungen weichen voneinander ab. Einige sagen, es sei etwa einen halben Meter hoch gewesen, andere hingegen sprechen von nur 15 Zentimetern. Einige sagen, es sei wunderschön geschnitzt und glatt, andere es habe raue, scharfe Kanten gehabt. Ein Zug ist jedoch allen Beschreibungen des Götzenbilds gemeinsam. Der Geist des Volkes hat die Gestalt und Kopfes eines knurrenden Jaguars.« Chambers beugte sich in seinem Sitz vor. »Von dem Augenblick an, da er von dem Götzenbild gehört hatte, wollte Hernando Pizarro es besitzen. Und dies umso mehr, nachdem die Wächter am Schrein des Götzenbildes in Placiacamac es ihm vor der Nase weggestohlen hatten. Sehen Sie, Hernando Pizarro war möglicherweise der grausamste aller Pizarro-Brüder, die nach Peru gekommen sind. Ich könnte mir vorstellen, dass wir ihn heutzutage einen Psychopathen nennen würden. Einigen Berichten zufolge hat er die Einwohner ganzer Dörfer aus Lust und Laune heraus foltern lassen. Einfach bloß zum Vergnügen. Und seine Jagd nach dem Götzenbild wurde auch zur Besessenheit. Dorf um Dorf und Stadt um Stadt. Wohin er auch ging, er verlangte, den Aufbewahrungsort des Götzenbildes zu erfahren. Doch wie viele Eingeborene er auch folterte... wie viele Dörfer er auch niederbrannte, die Inka wollten ihm nicht sagen, wo sich das Götzenbild befindet. Dann jedoch im Jahr 1535 entdeckte Hernando das Versteck irgendwie. Das Götzenbild lag in einem gewaltigen Steingewölbe in Coricancha, dem berühmten Sonnentempel inmitten der belagerten Stadt Cusco. Unseligerweise, aus der Sicht von Hernando natürlich, erreichte er Cusco gerade rechtzeitig, um mitzubekommen, wie ein junger Inka-Prinz namens Renko Capac sich in einem tollkühnen Ritt durch die Reihen der Spanier und Inka mit dem Götzenbild auf und davon machte. Den mittelalterlichen Mönchen zufolge, die das Manuskript gelesen haben, beschreibt das Santiago-Manuskript die Einzelheiten von Hernandos Verfolgung, die sich an die Flucht des jungen Prinzen aus Cusco anschloss. Eine wahnwitzige Jagd durch die Anden und in den Regenwald des Amazonas. Außerdem, fiel Nash ein, enthüllt das Manuskript angeblich den endgültigen Aufbewahrungsort des Geistes des Volkes. »Also waren sie hinter dem Götzenbild her«, dachte Race. Aber er schwieg. Hauptsächlich deshalb, weil ihm das Ganze einfach unsinnig vorkam.